ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Komm zum Punkt, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mach mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Fäules Hof. Mir ist Tannenfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Okay, ich weiß aber noch nicht, wo ich hin muss. Bis dann. Hallo, bis dann. Mir echt mal bemerken sollen, wo der Eingang der Kanalisation ist. Okay, ein rot-weißes Zelt, das muss ich mir merken. Oh, ganz schön viele Nahkämpfer. Bitte Nahkampf. Eine Finte. Nicht sehr gut, dass er so viele Nahkämpfer spielt. Ja, die mit 4 ist natürlich blöd jetzt. Ah, wobei, der macht ja nur Nahkämpfer weg, ne? Ah, wir haben Bogenschütze. Noch ein Nahkämpfer, warum auch immer. Wieder ein Bogenschütze. Gewinn. Easy. Oh. Das ist der Todesurteil. Dazu. Und kriegen wir was Schönes. Silberplatte? What? Das war alles. Na gut. Dann probieren wir nochmal unser Glück. Vielleicht bringt's was. Ja, der muss aber ganz schön weit weg, ey. Der arme Junge. Also ich habe hier Bilder von dem Steuereintreiber, vielleicht hilft das. Das ist aber nicht in Ochsenfurt, oder? Das ist doch... Ist das in Ochsenfurt? Deinesgleichen steckt einen an. Ja, tatsächlich. Hier soll der irgendwo sein. Das heißt, der Eingang der Kanalisation ist... Wo? Hier irgendwo?
Nee. Der Steuereintreiber möchte nicht mit mir reden. Hier? Nee. Warum hat diese Kanalisation denn sein sollen? Da ist auch noch so ein rotes Zelt. Was ist das hier? Rüstungsschmied, okay. Was ist denn hier? Ach, das ist die Tür. Jetzt ist die Frage, welches Zelt? Wo soll der Typ stehen? Wobei ich immer noch nicht weiß, wo diese scheiß Kanalisation sein soll. Moment, ich guck noch mal kurz aufs Bild. Wenn nicht, dann lass was. Dann muss ich vielleicht mal gucken, ob das geht, wenn ich es reproduziere. Im Hintergrund. Also müsste der mich hier anquatschen. Sehr kunkel sein, dass die Kanalisation von Oxford bis auf weiteres geschlossen hat. Unterzeichnet Oberst Albrecht Hockenholte, 2. Infanteriedivision der Redanscheibe. So viel dazu. Das hier wäre es nämlich gewesen. Hier ist die Kanalisation. Ein Städter, ein Hexenjäger. Da. Da näherin. Okay, ich muss das wohl reproduzieren. Also ich muss in Weißgarten von ganz am Anfang Kühe töten, den Short töten und dann hier Rede und Antwort stehen. So, wie spät haben wir es? Ich gucke mal kurz auf die Uhr. 2:35. Ja, wir haben jetzt eine Woche Videomaterial. Ich merke so langsam, wie ich müde werde, und das bringt nichts, wenn ich müde bin. Ich würde natürlich jetzt gerne wenigstens eine Nebenquest noch machen, weil ich gucken, ob ich noch was anderes habe. Hier ist aber auch noch ein bisschen zu tun, das weiß ich. Deswegen werde ich vielleicht. Ach, da steht sogar dran, dass das eine Hardstone-Quest ist. Oh, voilà, war ich nicht. Erde. Schauen wir mal, ist er gleich hier? Okay, ist wohl ein bisschen mehr. Eine größere Stelle zu durchsuchen. Der Wagen des Kräuterkundes, da ist etwas berührt. Das ist schon mal gut. Blut getrocknet, ein paar Tage. Okay, hier sind einfach nur verteilte Spuren. Ja, genau wieder hier nach Erde zurück, wo ich herkam. Muss mich umsehen, fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Ach, hier wohnen sogar noch Leute. Ist auch keine Sau. Oder? Doch, ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Jut, hör mal. Wir haben Besuch. Was führt dich zu uns, Herr? Hast du dich verirrt? Das klingt echt nicht normal. Ich suche dich. Suspicious. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten.
sind in die Stadt gezogen. Das sind Doppler. Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jud? Stimmt, genau. Hat was von der Oma und dem Opa von Deponia. Nicht wahr, Moog? Klingelt da was? Ja, ich hab jemand Kleines gesehen. Beim Kräutersammeln. Bis ihm was zu. Da war eine ist es. Wölfe haben ihn angegriffen. Er hat hier Schutz gesucht. Ich sagte zu ihm, zurück in die Stadt, junger Herr. Hier draußen ist es gefährlich. Aber der Idiot blieb stur. Wollte vorher noch seine Blümchen sammeln. Ist wieder in den Wald gegangen. Und dann verschwunden. In der Nacht heulten die Wölfe. Hat mir kalte Schauer den Rücken runtergejagt. Und wo sind seine Überreste? Wölfe hätten was übrig gelassen. Die Stiefel etwa. Wir haben nicht nach ihm gesucht. Wir sind zu alt, um durch die Wälder zu streuen. Bis dann. Du wieder. Los, raus damit. Was führt dich her? Okay, dann sagt nichts weiter. Bis dann. Ich red mal mit dem alten Kasper hier. Okay. Das ist kein harmloses Dorf. Der wird mich wahrscheinlich gleich nochmal zurückschicken. Aber ich hatte ja auch keine Wahl. Ich konnte ja nicht mal irgendwas anderes antworten. In seinem Garten wächst hier schon eine ganze Menge. Hallo. Lass mich mal schauen. Ich brauchte doch einen Bärenpelz. Boah, ist der teuer. Hat der noch irgendwas, was ich brauchte? Wenn wir schon mal hier sind, wa? Kreuzdorn erinnere ich mich nur noch dran. Aber das hat er nicht. Nostrix. Ne, sieht nicht danach aus. Nee. Sieht nicht danach aus. Volkert, dein Lehrling. Ich weiß, was mit dir passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge. Ich habe Zeugen gefunden, die sagen, Wölfe hätten ihn angefallen. Hat erst überlebt, ist aber erneut in den Wald, um Kräuter zu finden. Da hat sein Glück ihn verlassen. Ah, ein Schatz, der Gute. So pflichtbewusst. Ein Jammer. Naja, hier ist dein Gold. Es wird dir sicher gute Dienste. Ah, nur wenn es 10.000 sind. Vielleicht alles? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das alles war. 200 Kronen ist aber echt fürstlich. Für das bisschen, was ich hier gerade gemacht habe. Gut, dann werde ich mich jetzt nach Weißgarten porten, weil ich werde dann, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich jetzt nichts weiter sonst zu tun habe, werde ich wirklich direkt schon mal die Fragezeichen abarbeiten. Und dann die Hauptquest. Und dann sind wir eigentlich schon wieder mit Hearts of Stone durch. Ist echt nicht viel, tatsächlich. Wollte ich ja nachher. Weißgarten. Und zwar hier hin. So. Hier muss ich wieder Kühe töten noch und nicht. Bis der Short kommt. Dann hoffen wir mal, dass der Typ mit uns redet. Okay, der Händler ist auf einmal weg. Ah, die Kühe sind da. Eine Kuh ist da. Gut. Dann speichere ich jetzt hier.
Das war's dann erstmal wieder für heute. Beim nächsten Mal dann ein bisschen durch die Gegend reisen und die Hauptquest. Also es wird nicht mehr lange dauern. So in etwa 2-3 Stunden haben wir dann auch schon alles. Dann muss ich gucken, wie es mit dem Geld ist, wegen dem Verzauberer. Aber spätestens in Blood and Wine. Aber eigentlich wollte ich das vorher schon hinter uns haben, weil Blood and Wine ist ja wieder in einer komplett anderen Zone. Aber wir werden bestimmt wieder hin und her reisen. Das werden wir rausfinden. Also ist auf jeden Fall erstmal wieder mit The Witcher 3 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.